hören, ist heute unser Politiklabor zu Fragen der Zeit. Zukunft jetzt. Wie wollen wir leben? Es ist auch deine Welt. Der Podcast des Trailer-Ruhr-Magazins aus Bochum. Eine Vorlesung. 12 Artikel und Interviews. Vollständig nachzulesen auf trailer-ruhr.de. Jeden Monat ein gesellschaftskritisches Thema. Das heutige Thema lautet Verkehrswege mit Rad, Hand und Fuß. Hören Sie dazu das Editorial von unserem Chefredakteur Dino Kosiak hier in Form einer Vorlesung als Podcast. Co-Autoren sind Leo Thomann und Joachim Berndt. Gesprochen von Charlotte Reinhold. Einbahnstraße. Bitte wenden. Im Straßenverkehr wird der Mensch sich selbst zum Feind. Als Autofahrer überholt er ohne Sicherheitsabstand Radfahrer. Dieselbe Person brettert auf dem Rad unvermittelt an aufschreckenden Fußgängern vorbei. Dieselbe Person wettert als Fußgänger gegen die quälende Rotphase der Fußgängerampel, die den Autoverkehr zu bevorzugen scheint. Diese Konflikte werden verstärkt durch ein Wegenetz, das widerstreitende Interessen nicht annähernd ausgleichen kann, von Mobilität über Sicherheit bis Naturschutz. Weder auf der Schiene noch auf der Autobahn geht es pünktlich voran. Das Straßennetz zerschneidet unaufhörlich natürliche Lebensräume, ebenso wie Innenstädte. Kaum jemand bezweifelt ernsthaft, dass eine Verkehrswende überfällig ist. Bloß, wie die aussehen soll, ist umstritten. Im Monatsthema Verkehrswege mit Rad, Hand und Fuß gehen wir diesem Streit nach. Unsere Leitartikel begeistern sich für eine faszinierende Welt, die sich nur im Fußgängertempo erschließt, beklagen, wie maßgeblich die FDP eine Verkehrswende blockiert und regen an, wie Fahrradfahren attraktiver werden kann. In unseren Interviews plädiert der Stadtplaner Helge Hillenhütter dafür, dem Fußverkehr endlich Vorrang vor dem Autoverkehr einzuräumen. Dieses Verhältnis zwischen Fußgängern und Stadträumen, das kann man auch generalisieren, Mensch und Stadtraum. Ja, irgendwie, wenn wir sozial sind, wenn wir Freunde treffen, dann passiert das ja auch mal in Stadträumen und wir sind dann meistens zu Fuß unterwegs, aber da geht es halt nicht nur immer um Mobilität, sondern wir bleiben auch stehen, wir unterhalten uns, wir halten uns irgendwo auf und so weiter. Ja, aber das ist, irgendwie sind wir alle dann Fußgänger und dann stoppt man und man geht weiter und so. Und da interessiert es uns halt, was macht die Stadtumgebung damit? Wie können wir planen, dass das auch attraktiv wird in Zukunft? Attraktiv bleibt oder wieder attraktiver wird. Dann das andere Thema ist diese Verbindung zwischen Fußverkehr und öffentlichem Verkehr. Da haben wir relativ viel hier gemacht. Und ich habe im Moment auch PhD-Projekte, die sich damit beschäftigen, wie man Stadträume umgestalten kann, also den Prozess dazu. Und da kennt man vielleicht, wir sagen auf Englisch, Tactical Urbanism, Straßenexperimente. Man baut eine Straße um, ohne dass das jetzt ein Umbau ist, der immer so bleiben soll. Aber das kann dann relativ schnell gehen. Stellt ein paar Blumenkübel auf, ein paar Bänke. Man macht ein bisschen weniger Platz für den Autoverkehr. Und dann hat man einfach mehr Aufenthaltsfläche für Menschen und auch mehr Fläche natürlich, um eben halt zu Fuß zu gehen. Man kann dann Fahrradwege da auch machen. Das ist unter Corona relativ viel passiert. Und wir untersuchen hier, wie man solche Methoden anwenden kann in Planprozessen, um eben halt Städte umzugestalten und wie effektiv das ist, ob es überhaupt effektiv ist, was wichtig ist, dass sowas funktioniert. Und solche Projekte sind dann meistens so ein Startpunkt für mehr permanenten Umbau. Also das heißt eben ein Umbau vom Stadtraum, der dann eben halt für Menschen besser funktioniert. Wenn man Städte hat, in denen es gut funktioniert, zu Fuß zu gehen oder in denen das attraktiv ist, dann können das alle machen. Also das heißt, es ist ganz gerecht für alle zugänglich, ob man viel Geld hat oder nicht, ob man ein Auto hat oder nicht, ob man Auto fahren kann oder nicht. Das ist ja auch eine wichtige Frage. Ganz, ganz viele Menschen haben überhaupt keinen Führerschein. Und das wird immer so ein bisschen unterbewertet. Und die Statistiken, die man dann macht, die gucken dann meistens nur auf die überhaupt einen Führerschein haben können. Aber Kinder müssen auch mobil sein, auch Jugendliche müssen mobil sein. Der Architekt Philipp Oswald erklärt, wie die Verkehrswende im ländlichen Raum gelingen kann. In den Städten ist jetzt in Kritik geraten der autogerechte Ausbau der Städte, wo man jetzt seit einigen Jahren versucht gegenzusteuern. Aber es ist ein Prozess, der natürlich noch im Gange ist. Wenn man jetzt zum Beispiel das Parkplatzangebot und das Parkplatzmanagement anguckt, was auch sehr umkämpft ist,
dass sagen, allein die Raumansprüche des Autoverkehrs doch in der Form in Frage gestellt werden. Wenn man jetzt anguckt, der ländliche Raum, der ist genauso autogerecht entwickelt worden in den letzten Jahrzehnten. Es gibt enorme Flächenversiegelungen und auch Raumansprüche des Autoverkehrs im ländlichen Raum, die zum Teil größer sind als im städtischen Raum. Und das ist eine wichtige Dimension und die natürlich auch bekannten enormen Stilllegungen von Strecken, sowohl von Schienenverkehr, aber auch sonst von Linienverkehren, die sagen, die Versorgung im ländlichen Raum extrem verringert haben. Und das ist dann natürlich ab einem gewissen Punkt dann auch so ein Teufelskreis, wenn sagen, das Angebot schlecht ist, wird es kaum noch mehr genutzt. Und wenn es kaum genutzt wird, dann ist die Nachfrage gering und dann wird es weiter rückgebaut. Genau diesen Teufelskreis gilt es zu durchbrechen durch eine Verbesserung des Angebots. Wir denken diese Mobilitätshubs auch viel stärker sagen, ressortübergreifend, nicht als reine Verkehrspunkte, sondern auch als wichtiger Baustein als öffentliche Orte. Also wir haben ja im ländlichen Raum das durch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte einen sehr starken Rückgang an Orten auch von Vergesellschaftung. Wir wissen es alle, dass sozusagen die Dorfkneipe, der Dorfladen und so, das alles Sachen sind, die sozusagen extrem verschwunden sind. Insofern verstehen wir diese Hubs nicht nur als reine Mobilitätsinfrastruktur, sondern auch als Chance des, als soziale Ort. Und der Verkehrsexperte Peter Gwiasta diskutiert, wie fahrradfreundlich Deutschland ist. Woran gerade gearbeitet wird, eigentlich fast überall, weil in den letzten Jahren auch neue und viele Finanzmittel bereitgestellt worden, ist eben Netze für den Radverkehr zu schaffen. Denn ohne Netze, wenn kein schließbares Angebot da ist, setzen sich die Leute natürlich nicht aufs Fahrrad. Es macht Spaß, weil man einfach ein gutes Gefühl hat. Es ist eine Form von Entspannung. Es ist kommunikativ. Ich sehe mehr, kriege die Stadt mit. Ich bin Teil der Stadt. Es folgt die Vorstellung von drei lokalen Initiativen, die sich zum Thema Verkehrswege mit Rad, Hand und Fuß engagieren. In Köln erfahren wir bei der Initiative Fuß e.V., warum es Fußgänger in Köln nicht leicht haben. In Bochum beim Bündnis Stadt für alle, wie es für ein ÖPNV eintritt, der an den Bedürfnissen der Bürger orientiert ist. Und beim Verein Fahrradstadt Wuppertal, wie er unter anderem mit dem Verleih von Lastenrädern zur nachhaltigen Mobilität beiträgt. Skurril ist, dass es erst einer pandemiegetriebenen Wirtschaftskrise bedurfte, um der Verkehrswende neue Impulse zu geben. Seit dem Intermezzo des 9-Euro-Tickets bleiben die Stimmen laut, die einen sozial und ökologisch ausgerichteten öffentlichen Verkehr fordern. Endlich geht nun das ÖPNV-Deutschland-Ticket an den Start. Nach monatelangem fiskalpolitischem Geplänkel und bereits anfänglich zum stolzen Preis von 49 Euro. Preiserhöhungen könnten die soziale und ökologische Wirkung weitgehend zunichte machen. Immerhin bliebe die Entzerrung des absurden Tarifgeflechts. Je mehr das neue Ticket genutzt wird, umso mehr dürfte dieser Erfolg zudem durch eine Überlastung von Bahnpersonal und Infrastruktur gefährdet werden. Selbstverständlich braucht es hier aufs Dringendste Abhilfe. Doch wie seit etlichen Legislaturperioden leistet sich Deutschland auch mit Volker Wissing, FDP, einen Bundesverkehrsminister, der unverhohlen die Straßen bevorzugt, zulasten der Schiene. Solange verantwortliche Köpfe so gestrig handeln, ist eine echte Verkehrswende nicht zu erwarten. Gewiss nicht im gebotenen Tempo. Soweit das Editorial der Chefredaktion. Die Interviews führten Joanna Keib, Christopher Dröge und Nina Hensch. Liebe HörerInnen, wer wünscht sich nicht mehr gute Nachrichten? Eben, der Trailer-Ruhr-Podcast enthält deshalb in jeder Folge auch gute Nachrichten, unsere Gemeinwohl-Nachrichten. Wir vertreten dabei eine steile These. Unsere Welt ist die beste aller bisherigen. Die öffentliche Wahrnehmung ist leider oft eine andere. Wir wollen diese Negativatmosphäre mit guten Nachrichten fürs Gemeinwohl durchbrechen. Und sammeln deshalb gute Nachrichten als eine Art Gegengift, das helfen kann gegen soziale Ermüdung und das die Zuversicht wieder in den Mittelpunkt unseres Daseins rücken kann. Es gibt doch so viele gute Nachrichten. Zum Beispiel Deutschland.
Laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung wurden 2022 nur 52 Kilogramm Fleisch pro Kopf konsumiert, der niedrigste Wert seit Beginn der Berechnung im Jahr 1989. Deutschland. Die Inlandsflüge sind im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 38% zurückgegangen. Japan. Ein Forscherteam konnte Fortschritte bei der Bekämpfung der Unterleibskrankheit Endometriose erzielen. Ein neues Medikament soll das Molekül Interleukin 8 blockieren und so die Entzündungsreaktion verhindern. USA. Bei der Artemis-2-Mission wird durch die Ingenieurin Christina Hammock-Koch das erste Mal eine Astronautin Teil einer Mondlandung der NASA sein. Ihr Teamkollege Victor Glover wird als erster schwarzer Astronaut auf dem Mond landen. Was ist dein Beitrag? Schreibt uns eure guten Nachrichten. Wir freuen uns darauf. Weitere Informationen zu unseren hier ausgewählten guten Nachrichten findet ihr unter Gute Nachrichten bei www.trailer-ruhr.de. Wir vom Trailer Ruhr Magazin haben noch ein besonderes Anliegen: Europa gestalten. Das kann eigentlich jeder. Wir alle, die wir in einem der vielen Länder Europas leben, machen es täglich, wenn wir uns frei und verantwortlich in einer Demokratie bewegen. Aber ein Blick über den Tellerrand, ein Blick auf andere Länder in Europa kann dabei nicht schaden. Wir vom Trailer Ruhr Verlag üben das schon seit vielen Jahren und fragen uns jeden Monat zu unserem gesellschaftskritischen Thema, welches Land kann das besser machen? Um beim Thema zu bleiben, Verkehrswege mit Rad, Hand und Fuß, läufst du noch oder fährst du schon? Zu lange stand das Auto im Mittelpunkt der Stadt. Nun gilt es, die verschiedenen Interessen auszugleichen. Platz zu schaffen für Fußgänger und Radfahrer und gleichzeitig Bus und Bahn auszubauen. Eine Verkehrsstruktur, die alle zufriedenstellt? Kann es das geben? Wie bewegen wir mehr Menschen zum Bahnfahren, wenn diese so unzuverlässig ist? Ist ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr die pragmatische Lösung? Jeden Monat stellen wir diese Frage neu, suchen und finden ein Land, das es besser macht. Unter Europa gestalten auf der Internetseite von trailer-ruhr.de. Welches Land kann das besser machen? Schreibt uns, welches Land die Verkehrswende schneller und besser vollzieht als unser Land. Wir verraten aber schon einmal unsere Wahl: Luxemburg. Das waren unsere Gedanken zu Fragen der Zeit. Zukunft jetzt. Wie wollen wir leben? Es ist auch deine Welt. Das aktuelle Monatsthema im Podcast des Trailer Ruhr Magazins. Verkehrswege mit Rad, Hand und Fuß. Mehr Informationen gibt es in unserer Printausgabe. Alle Artikel zu Fragen der Zeit findet ihr digital auf trailer-ruhr.de. Wir stehen für einen unabhängigen, verantwortlichen Journalismus, stellen uns regelmäßig den Fragen der Zeit und vertreten eine konstruktive Streitkultur der aufgeklärten Moderne. Gerne unseren Podcast abonnieren, um keine Ausgabe zu verpassen. Und wenn ihr unseren unabhängigen Journalismus unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun unter www.trailer-ruhr.de/zahl-ich. Vielen Dank fürs Zuhören und euer Interesse. Bleibt gesund und zuversichtlich. Okay.